Glück auf Schatz aus dem Schacht, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute mal im Stehen. Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren und ich hatte ein bisschen Bewegungsdrang, ihr wisst Bescheid, ne? Nee, Spaß beiseite, ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren, vielleicht kriege ich da so ein bisschen besser meine Emotionen rüber. Ja, es kam jetzt leider eine Woche lang fast gar nichts von mir, lag einfach daran, dass mein lieber PC da nicht das gemacht hat, was ich wollte, sondern wir hatten so einen kleinen Fight. Ja, war halt das Problem, ich hatte meinen Rechner damals ja aufgesetzt, habe jetzt ein bisschen rumgespielt und hatte mal ein anderes Virusprogramm drauf gemacht, das lief auch richtig perfekt und irgendwann, keine Ahnung, lief mein Rechner immer auf 100% und das ging mir so tierisch auf den Sack, dass ich mir gedacht habe, komm, machst du einfach mal den Rechner neu. Ja, ich habe dann einfach mal den Rechner neu aufgesetzt, alles prima gewesen, Windows 10 wieder drauf geprügelt, habe meine ganzen Treiber, meine ganzen Programme installiert, fahr den Rechner hoch und es kommt Diagnose. PC kann nicht hochgefahren werden. Ich dachte so, what the fuck, was ist los bei dir, ne? Und ja, okay, dann habe ich meinen Rechner halt wieder runtergefahren, habe nochmal Windows 10 installiert, wieder mein Antivirusprogramm drauf und wieder dieselbe Scheiße. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht, dass es mein Antivirusprogramm ist. Also, was habe ich gemacht? Windows 8 nochmal drauf, Windows 7 nochmal drauf, immer dasselbe. Und ich dachte mir so, es darf doch nicht wahr sein. Und irgendwann, Leute, habe ich es geschnallt, dass es einfach an diesem Bitdefend, also mein Antivirusprogramm, lag. Und ja, da habe ich mich eine halbe Woche damit beschäftigt, weil ich komme ja erst um 6 von Arbeit. Und dann, ehe ich irgendwie zu was gekommen bin, habe noch eine Runde gepennt manchmal, weil ich echt tot war. Ja, und jetzt läuft aber die Kiste endlich wieder und ich kann deshalb wieder ein Video produzieren. Und ja, wisst einfach mal, warum so lange nichts kam. Ja, ihr seht schon wieder extrem coole Lichtverhältnisse. Ich kann es aber aktuell nicht ändern. Ich bin so ein Nachtmensch irgendwie geworden, beziehungsweise habe ich da die meiste Zeit, irgendwelche Videos für euch zu produzieren. Und ich dachte mir einfach, komm, scheiß drauf. Ihr werdet schon irgendwie hinkriegen, das zu akzeptieren, dass das Licht nicht optimal ist. Und ja, was habe ich heute mitgebracht? Eigentlich nicht mehr viel. Es gibt so eine Geschichte, beziehungsweise ist halt was vorgefallen, was wahrscheinlich der ein oder andere eh schon weiß. Und zwar haben sich ja eine oder zwei Leute, ich weiß es nicht mehr ganz genau, den Namen von Munter und ja, Lion TV, also von Lion Timo, in die Haut geritzt. Und Leute, ich weiß nicht, wie ich mit so einem Thema umgehen soll. Für mich ist so ein Thema, ich verstehe es einfach nicht. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, mir das vielleicht mal erklären. Ich kann solche Menschen nicht verstehen, wie man irgendwas in seinen Arm, Bein, Bauch, weiß was ich wo ritzen kann. Und dann irgendwelche Narben, die Leben lang bleiben hat. Ich weiß nicht, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Ich meine, ich bin auch großer Fan früher gewesen von irgendjemand irgendwas, ne? Und ich wäre auch überall am liebsten hingefahren. Aber Leute, ritzen, also alleine ich verstehe schon die Menschen nicht, die sich irgendwie ritzen, weil sie diesen Schmerz brauchen. Oder weil sie irgendwie diesen Schmerz brauchen, um was zu verarbeiten. Ich meine, das kann gut möglich sein und ich will da auch irgendwie keinen zu nahe treten, um Gottes Willen. Jeder hat seine eigenen Probleme, muss gucken, wie er damit klarkommt. Aber Leute, ich verstehe das einfach nicht. Und ich meine, da finde ich, hört auch einfach der Spaß auf. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn jetzt jemand irgendwie, wenn ich so groß wäre und es hätte jemand meinen Namen hier reingeritzt oder so. Ich wäre, glaube ich, genauso zerstört gewesen wie Monte, weil das extrem krass ist. Ich meine, du bist mit diesen Videos einfach nur, ja, hobbymäßig irgendwie andere Leute unterhalten. Und genau das macht auch mir so Spaß. Ich bin zwar jetzt nicht so groß, das wisst ihr ja, aber es macht mir trotzdem viel Spaß. Und wenn jetzt so eine krasse Geschichte passiert, wo sich eigentlich ein Mensch was Schlechtes tut, der vielleicht mit 12 oder 13 Jahren noch gar nicht weiß, was er sich da eigentlich angetan hat, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, beziehungsweise was man da ändern könnte. Natürlich soll er deshalb jetzt nicht aufhören, weil er kann ja nichts dafür, aber ich kann das trotzdem irgendwie nicht verstehen, wie das Leute machen können. Und keine Ahnung, ich will auch gar nicht da weiter irgendwie großartig was dazu sagen, weil dann heißt wieder, Blackie, du bist so ein Feind von dem und dem und dem und dem. Und da habe ich einfach keine Lust dazu. Auf jeden Fall finde ich das schon extrem krass. Und ich kann es halt einfach nicht so richtig verstehen bzw. nachvollziehen. Vielleicht könnt ihr mir das erklären, einfach mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, vor allen Dingen die neue Position, mit der ich hier gerade so ein bisschen arbeite, dann gebt auf jeden Fall mal den Daumen nach oben, eskaliert mal wieder richtig. Und ja, mit diesen Worten will ich mich eigentlich verabschieden. Ich würde sagen, Leute, bleibt geschmeidig, locker vlog von der Hälfte, bis zum nächsten Video, euer Black Almas.